Genau, also unsere Organisation heißt Fachberatungsstelle Prostitution. Und die Beratungsstelle ist in Trägerschaft der Diakonie in Hamburg. Und die Diakonie in Hamburg bietet schon seit über 46 Jahren Unterstützung für Frauen in der Prostitution, in der Sexarbeit an, mit zwei unterschiedlichen Einrichtungen. Wir hatten einmal eine Einrichtung, das war die frühere Kaffeeklappe. Die war in St. Pauli, die ist auch jetzt noch in St. Pauli und hat hauptsächlich mit den erwachsenen Frauen in der Prostitution gearbeitet. Und dann gab es immer auch das Sperrgebiet. Das war deutschlandweit, glaube ich, die erste Einrichtung, die sich an minderjährige drogengebrauchende Mädchen in der Prostitution gerichtet hat. Genau, und diese beiden Einrichtungen sind vor ein paar Jahren zusammengeführt worden in die Fachberatungsstelle Prostitution, also die jetzige Einrichtung mit den beiden Standorten Sperrgebiet St. Georg und Sperrgebiet St. Pauli. Und das, was uns auszeichnet als Einrichtung, ist, dass wir den Frauen mit Respekt und Akzeptanz begegnen, natürlich auch hinsichtlich ihrer Berufswahl. Unser Ziel ist es, die Selbstbestimmungsrechte von Frauen zu stärken. Deswegen sind alle Angebote, die wir so anbieten, freiwillig und orientieren sich ganz stringent am Willen der Frau. Unsere Zielgruppe sind alle Frauen in der Sexarbeit in Hamburg. Das ist so unsere primäre Zielgruppe und wir richten uns darüber hinaus, aber auch an Angehörige. Also die können uns dann, ne, wenn sie das Gefühl haben, okay, meine Tochter oder meine Verwandte, die ist jetzt in die Sexarbeit, in die Prostitution eingestiegen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, wie ich ihr vielleicht aber auch helfen kann, dann beraten wir die auch. Und wir beraten aber auch Fachkräfte aus anderen Bereichen der sozialen Arbeit, aber auch Kunden von Sexarbeiterinnen und auch sonstige Interessierte. Also wenn Leute zu uns kommen, die Fragen zum Thema Sexarbeit, Prostitution haben, dann sprechen wir mit denen. Und an den beiden Standorten ist es so, dass wir grundsätzlich aufsuchende Arbeit machen. Also wir gehen auf den Straßenstrich in St. Pauli und in St. Georg. Wir gehen in die Laufhäuser, Bordelle, Apartments und versuchen einen guten Kontakt mit den Frauen herzustellen. Wir verteilen Kondome, Gleitmittel, genau, und machen auch so ein bisschen Kurzberatung, Informationen auf der Straße. Und in unseren beiden Standorten bieten wir eben so Angebote der Basisversorgung, Essen, Duschen, Wäsche waschen, Beratung zu unterschiedlichen Themen, aber auch zum Beispiel medizinische Versorgung. Also ganz viele der Frauen, mit denen wir arbeiten, haben keine Krankenversicherung, die haben keine Wohnung. Und für die ist es halt super wichtig, auch mal zu einer Ärztin gehen zu können, sich untersuchen lassen zu können. Genau, wir bieten juristische Unterstützung an und eben auch psychologische Unterstützung, wenn die Frauen das benötigen. Natürlich ist es so, dass wir viele, also auch Gruppen von Sexarbeiterinnen haben, die unter ganz blöden Arbeitsbedingungen arbeiten, die sich also auch durch das 2017 in Kraft getretene Prostituierten-Schutzgesetz, die sich da nicht anmelden können, weil die zum Teil irgendwie dieses ganze Prozedere, das Behördenprozedere nicht verstehen, oder da eben auch Befürchtungen haben, sie könnten da irgendwie ihre Anonymität preisgeben. Und das führt natürlich eher dazu, dass die auch unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbeiten. So. Genau, also unsere Position ist, dass dieses Prostituierten-Schutzgesetz eben an der Realität, also an der Arbeits- und Lebensrealität vieler Menschen in der Sexarbeit komplett vorbeigeht. Ja, und dass die eben nicht von diesem Schutzgedanken des Gesetzes profitieren. Genau, grundsätzlich befürworten wir erstmal den Grundgedanken des Gesetzes. Also ne, wenn man sagt, wir wollen irgendwie etwas gegen Gewalt tun in der Sexarbeit, wir wollen Selbstbestimmung fördern, wir wollen auch einen Schutz
sag ich mal, vor Menschenhandel bieten, dann finden wir das positiv. Wir finden aber eben, dass einige der Maßnahmen, die da getroffen werden, nicht so zielführend sind. Also dieser ganze Bereich Regulierung für Betreibende finden wir ganz gut im Prinzip. Das ist auch gut, dass da geguckt wird, dass die Arbeitsstätten auch gut eingerichtet sind. Beispielsweise Kondompflicht ist auch ein Thema, wo wir sagen, da können wir definitiv mitgehen. Aber diese Anmeldepflicht, das empfinden wir eben als diskriminierend und stigmatisierend. Und da sagen wir, okay, es gibt andere erprobte Ansätze, prekär arbeitenden Gruppen in der Sexarbeit zu helfen und die zu unterstützen. Also ich würde oder wir würden uns sehr wünschen, wenn es bei der Legalisierung der Sexarbeit in Deutschland bliebe. Und ich fände es wichtig, also es gibt ja gerade auch immer mal wieder so diese Diskussion darum oder auch von bestimmten Politikerinnen angestoßene Diskussion, das sogenannte schwedische Modell in Deutschland zu implizieren und Sexkauf in Deutschland zu verbieten. Und da wird zum Teil dann eben auch verkündet, dass das Prostituiertenschutzgesetz bereits gescheitert sei. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil wir von einem ganz, ganz kurzen Zeitraum sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass man wirklich den Evaluationszeitraum abwartet und ganz, ganz sauber evaluiert, was es gebracht hat. Und daraus eben Lehren zieht, die, wenn wir sagen, okay, was hat das Gesetz in Bezug auf Schutz gebracht, dass man da wirklich genau hinguckt und schaut, was ist gut und was ist nicht so gut gelaufen und dass man nicht vorschnell eben dieses Scheitern verkündet und eine Kriminalisierung, also mit diesem nordischen Modell geht ja dann trotzdem irgendwie ein Stück weit eine Kriminalisierung von Sexarbeiterinnen einher. Das finde ich sehr, sehr vorschnell.